Irgendwie macht es gerade jeder, egal ob im Sitzen, Stehen und natürlich vor toller Kulisse. Selfies. Also ich mache meistens Selfies, wenn ich die irgendwie posten will, so WhatsApp oder Instagram. Und ich will irgendwie damit ausdrücken, wo ich gerade bin und den Leuten zeigen, dass es mir gut geht. Und dann muss ich nicht irgendjemand anders fragen, hey, können Sie bitte von mir ein Selfie, also ein Bild machen? Das ist ja ein bisschen unangenehm. Für Freunde, Familie und die Welt. Dieses Selfie von den Oscars 2014 wurde bei Twitter millionenfach geteilt. Und er geht dem Hype auf den Grund. Psychologe Tobias Schneider von der Uni Bamberg hat sich die Selfies wissenschaftlich vorgeknöpft. Wir haben festgestellt, dass vor allen Dingen Promis, Stars, Blogger, Instagrammer vor allen Dingen die Bilder sehr gut nutzen, um sich gut in Szene zu setzen. Und wir haben uns gefragt, gibt es da irgendeine Regel dahinter, dass wir das auch selbst gut können? Weil wenn ich mir meine Selfies so anschaue, ist das meistens gar nicht so gut. 300 Probanden haben für seine Studie Selfies aus 14 typischen Kamerapositionen geknipst. Anschließend wurde die Wirkung der Bilder bewertet. Herausgekommen sind klare Ergebnisse. Wir haben herausgefunden, dass die linke Gesichtshälfte vor allen Dingen besonders attraktiv wahrgenommen wird. Und das vor allen Dingen bei Frauen. Dahingegen ist zum Beispiel die rechte Gesichtshälfte häufig eher mit Intelligenz assoziiert. Und auch wie hoch die Kamera gehalten wird, hat einen Effekt. Schneider erklärt das auch gern mal Freunden und Fremden, die er beim Selfie-Machen erwischt. Also vor allen Dingen die Neigung der Kamera, ob wir uns von unten oder oben fotografieren, hat vor allen Dingen Einfluss auf das wahrgenommene Körpergewicht. Wir konnten dabei zeigen, dass wenn wir uns vor allen Dingen von oben fotografieren, wir bis zu 15 Kilo leichter geschätzt werden. Vor allen Dingen dann, wenn wir unsere Kamera seitlich drehen, wie man das halt typischerweise beim Selfie macht. Was wir vermeiden sollten, wäre, dass wir uns von unten fotografieren. Dabei werden wir meistens bis zu 10 Kilo schwerer eingeschätzt. Also immer schön die Tipps von den Bamberger Wissenschaftlern befolgen und leicht seitlich schräg von oben knipsen. Ich finde auf jeden Fall, dass man eben durch das bisschen Neigen eben schlanker ausschaut und dann irgendwie einfach hübscher rüberkommt mit den Tipps. So wird fast jedes Foto so schön wie die von den großen Hollywood-Stars.